Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch mal wieder im neuen Jahr zu einer neuen Folge von OpenTX Weekly. Wir sind immer noch bei dem Thema Binden von Sendern, also das Binden von Sendern an Empfängern oder das Binden von Sendern an andere Sender, um beispielsweise so etwas wie einen Lehrer-Schüler-Betrieb zu machen oder um bestimmte Funktionen an andere Fernsteuerungen auszulagern. Da haben wir schon verschiedene Möglichkeiten gesehen. Letztes Mal hatte ich das so ein bisschen zusammengefasst. Ich will dieses Bild jetzt hier gar nicht weiter stressen, sondern einfach nur nochmal auf die verschiedenen Möglichkeiten hinweisen, wie wir unsere Sender koppeln können. Natürlich, ganz oldschool geht's mit einem Kabel. Hier oben haben wir eigentlich bei jedem handelsüblichen Sender haben wir diese sogenannte DSC-Buchse. Ihr seht die hier neben dem USB. Das ist sowas wie ein Quasi-Standard. Da kommt einfach ein Combined PPM-Signal, also so ein CPPM-Signal, raus bzw. wird erwartet. Und dann kann man 8 Kanäle von der einen zur anderen Seite, also von dem einen Sender zum anderen Sender, übertragen. Was wir letztes Mal besprochen hatten, war, dass der eine Sender als Empfänger konfiguriert wird. Und zwar geht das mit Hilfe des Multiprotokollmoduls, dass wir also hier dann so einen Link herstellen vom Sender 2 zu dem Sender 1. Und der Sender 1 kann nach wie vor beide Modelle steuern. Also dieser zweite Sender könnte beispielsweise ausschließlich das zweite Modell dann steuern, wenn der Sender 1 die Funktionen da entsprechend umschaltet. Heute machen wir mal das, was ich hier ursprünglich eingeklammert habe, und zwar eine Kopplung über Bluetooth. Das ist so ein bisschen herstellerspezifisch. Also so wie ich das heute zeige, ist das ein bisschen herstellerspezifisch. Denn es funktioniert im Grunde genommen zunächst einmal nur mit den FreeSky-Sendern. Also alle, die auf der FreeSky-Hardware basieren, ob das jetzt eine RadioMaster ist, eine eSheen oder tatsächlich eine FreeSky-Anlage, das sei mal dahingestellt. Aber für diese Anlagen unterstützt OpenTX oder EdgeTX eben dann auch Trainer über Bluetooth. Maximal auch hier werden dann 8 beliebige Kanäle über Bluetooth übertragen. Gucken wir uns das mal an. Ich habe hier mal eine FreeSky X12, die hat schon ein Bluetooth-Modul eingebaut. Es ist zwar im Grunde genommen dieselbe Hardware wie die RadioMaster, aber im Grunde genommen wird diese Anlage nicht ohne ein Bluetooth-Modul verkauft. Gut, diese Anlage soll später dann unser Master sein, der also dann die Informationen vom Slave entgegennimmt. Wo ist mein Bild? Also die X12 hier wird jetzt diese Funktion übernehmen und das Binden mache ich heute nicht. Das haben wir letztes Mal ja schon gesehen, wie das geht. Mit 2 oder mehr Modellen, das ist ja kein Problem. Das können wir schon. Heute geht es mir erstmal nur um das Bluetooth-Modul und um die RadioMaster. Man kann sich tatsächlich von FreeSky das Bluetooth-Modul kaufen. Das habe ich jetzt mal gemacht, weil das der einfachste Weg ist. Und kann dieses Bluetooth-Modul in die RadioMaster einbauen. Wir sehen das hier. Ich habe das jetzt ein bisschen spezieller eingebaut, damit man es auch schneller wieder loswerden kann. Ich habe das gewissermaßen so auf Stelzen gelötet mit ganz dünnem Fädeldraht. Einmal von dieser Seite anzuschauen und einmal von der anderen Seite anzuschauen. Ja. Das ist jetzt doch relativ stabil, sitzt da ganz gut drin. Einfach etwas dickeren Fädeldraht genommen hier. 0,3 mm, dann kann man das da wunderbar problemlos einlöten. Theoretisch, nein, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch kann man eigentlich jedes beliebige Bluetooth-Modul nehmen. Zum Beispiel auch hier diese aus der Bastler-Szene bekannten HC5. Die bauen ein bisschen größer. Trotzdem kriegt man sie hier, wenn man sie mit Heißkleber dann da so
praktisch unter das Tastenbord klebt ganz gut da rein. Man braucht die 5 Anschlüsse, und zwar 3,3 Volt oder 5 Volt. Man braucht natürlich die Masse, man braucht seriell Input, serielle Output, also RX und TX, und man braucht so ein sogenanntes Enable-Signal, was der Sender einschaltet, wenn er mit dem Bluetooth-Modul sprechen möchte. Muss man nicht unbedingt haben, kann auch dauerhaft an sein. Was auch geht, sind diese Wireless, also praktisch Wi-Fi, also Wireless Network basierten transparenten seriellen Brücken. Die funktionieren eigentlich genauso, passt hier auch da rein. Aber die funktionieren auch praktisch im Ad-Hoc-Modus. Sie brauchen aber normalerweise eben ein drahtloses WLAN. Drahtloses WLAN, ja, das ist ein weißer Schimmel, also ein WLAN. Gut, also heute machen wir das mal mit dem Originalen, weil man das eigentlich direkt auflöten kann. Die Pins, die auf dem Board vorhanden sind, passen nämlich genau, aber wenn man es leichter wieder abkriegen will, kann man das so machen auf Stelzen. Und dann muss allerdings das OpenTX auch für Bluetooth enabled sein oder das EdgeTX. Dann funktioniert das. Und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Ich schraube das jetzt gar nicht zu. Ich hoffe, das geht jetzt so einigermaßen. Ich halte den Akku hier einfach mal fest. Und dann schalten wir hier die Anlage mal ein. Das blendet wieder wie Sau. Ich lege das mal wieder ein bisschen hoch. Die Lampe ein bisschen weg. So kann man das besser erkennen. Ja, okay. So, wenn das Modul eingebaut ist, dann erkennt und natürlich die Firmware mit der Bluetooth-Option kompiliert worden ist, dann sollte man hier unter Sys einmal hergehen und einmal auf das Hardware-Tab. Da sieht man noch nicht so super viel. So, das ist immer noch nicht so schön zu erkennen. Ja, so geht es besser. Okay. Brauche ich das hier gar nicht. So, da sieht man jetzt hier zum einen nur noch einen seriellen Port, wo normalerweise zwei erscheinen. Das liegt ganz einfach daran, dass sich das Bluetooth-Modul den zweiten seriellen Port, und zwar den rechten in dem Fall, mit, also das Bluetooth und der zweite serielle Port, die teilen sich die Anschlüsse. Deswegen ist der zweite serielle Port disabled, wenn man Bluetooth aktiviert hat. Aber man muss das praktisch hart in der Firmware aktivieren, man muss sie damit kompilieren oder sich eine entsprechende Variante herunterladen und die dann flashen. Gut, und jetzt kann man hier bei Bluetooth auswählen, ob man Telemetriedaten übertragen möchte, beispielsweise an ein Handy, um das sich daran zu gucken, oder ob man den Trainermodus, eine Trainerverbindung etablieren möchte. Das wollen wir, das bestätige ich jetzt hier. Und dann sollte hier, wenn das mit dem Einbau geklappt hat, die MAC-Adresse, also die Medium-Access-Adresse von dem Bluetooth-Modul hier erscheinen. Das ist irgendein hexadezimaler Wert. Darüber muss man sich keinen Kopf zerbrechen. Wir sehen das gleich bei dem anderen Sender dann, wofür das gut ist. Und man kann dem Bluetooth-Modul auch einen Namen vergeben. Da habe ich jetzt BB einfach reingeschrieben. Der andere bekommt AA. Das ist aber ziemlich witzlos. Wichtig ist eigentlich hier diese MAC-Adresse, die so ungefähr im Auge haben. Man kann sich die letzten zwei Ziffern beispielsweise merken. Und das muss dann bei dem Lehrersystem auftauchen. Also das ist der Schüler. Genau, und jetzt gehen wir nochmal in die Modellkonfiguration hinein. Da müssen wir nämlich auch nochmal sagen, dass wir hier Schülermodus haben möchten. Meistens steht das ja bei euch hier auf Lehrerbuchse. Das bedeutet, dass das Lehrersignal hier oben an der DSC-Buchse ausgegeben wird. Wir wollen jetzt aber hier Slave Bluetooth
machen. Und wir sehen hier not connected, also Ausrufezeichen als Negation und dann connected, also nicht verbunden. Ist noch nicht verbunden mit irgendwas und wir sehen, dass Kanal 8, 1 bis 8, also 8 Stück hier übertragen werden sollen. Man kann jetzt hier auch hochdrehen, 2 bis 9, was immer man möchte. So, das lassen wir jetzt mal an. Und jetzt nehme ich mal die X12 hier. So, und da ist es jetzt so, wir können mal in das System reingucken. Jetzt muss ich mich umgewöhnen, hat ja keinen Touchscreen. Hier unter Hardware. Da haben wir auch den Eintrag für Bluetooth. Da gehe ich jetzt auch. Also normalerweise ist das dann meinetwegen ausgeschaltet. Und ich gehe jetzt hier auch wieder auf Trainer. Jetzt werden da schon beide Adressen angezeigt. Das ist normalerweise nicht so. Es wird nur die eigene Adresse angezeigt. Die entfernte Adresse hat er sich erst gemerkt, wenn wir einmal verbunden haben. Ich habe es natürlich vor diesem Video schon mal ausprobiert. Deswegen ist da die entfernte Adresse schon drin. Also die Adresse von der RadioMaster. Wenn ihr euch die letzten beiden Ziffern gemerkt habt, das C9, das war auch bei der RadioMaster. Gut, also normalerweise wäre diese entfernte Adresse dann leer. Gut, dann gehen wir da wieder raus, gehen in die Modellkonfiguration. Und hier müssen wir sagen, dass wir jetzt auch ein Trainersignal, also ein Schülersignal empfangen wollen. Wie gesagt, normalerweise steht es vielleicht auf leerer Buchse oder so etwas. Kann man jetzt nicht sehen. Mal ein bisschen fokussieren. So, ist vielleicht besser. So, und jetzt wähle ich hier aus Master Bluetooth. So, und dann haben wir hier auch wieder den Status nicht verbunden. Da steht auch noch keine entfernte Adresse, aber da unten ist ein Knopf mit Discover. Also jetzt machen wir ein Discover. Letztendlich dient das dann dem Pairing-Prozess. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, das ist natürlich mal wieder der Vorführeffekt. Dann gehe ich noch mal kurz hier zu der RadioMaster. Die sagt mir auch, sie wäre verbunden. Das halte ich dann natürlich jetzt mal für eine Lüge. Deswegen schalte ich die jetzt noch mal aus. Schalte sie auch noch mal wieder ein. So, dann versuchen wir das Ganze hier nochmal. Ja, schön. Vorführeffekt geht jetzt nicht. Dann gucke ich nochmal hier in der Systemeinstellung, ob ich nicht doch da irgendwas verstellt habe. Nein, das sieht eigentlich gut aus. Trainer. Nicht auf Telemetrie, sondern auf Trainer. Und Master Bluetooth ist ja auch richtig. Aha, jetzt haben wir es. Jetzt kann ich verbinden. Okay, jetzt ist der Zustand also tatsächlich auch hier connected. Jetzt rücke ich die RadioMaster wieder ein bisschen zur Seite, damit man das sehen kann. Jetzt ist der Zustand auch tatsächlich connected. Ja, das ist oft im Netz reportet, dass die FreeSky Bluetooth-Module da so ein bisschen beim Verbinden ein bisschen empfindlich sind. Aber wenn das einmal funktioniert hat, dann ist es eigentlich auch stabil. Es wäre ja schlecht, wenn nicht. Gut, dann
müssen wir natürlich jetzt noch überhaupt was konfigurieren, damit Kanäle übertragen werden. Hier am Schülersender müssen wir eigentlich nichts übertragen, wenn verbunden ist, denn überträgt der schon mal alle seine Kanäle. Vielleicht sollte ich hier noch mal das Kanal-Widget einbauen. Das machen wir mal gerade eben, damit wir mal sehen, was wir hier so produzieren. Also Kanal 1 tut was und so weiter und so fort. Drücke ich den wieder zur Seite. Und dann kommt der hier wieder dahin. So, jetzt haben wir beide so einigermaßen im Blick. Okay, gut. Dann wäre es hier noch ein Mischer zu konfigurieren. Auch das hatte ich natürlich schon mal gemacht. Jetzt ist das blöderweise natürlich da noch drin. Aber wir machen jetzt hier einen Mischer. Bei dem wir einen von den Trainerkanälen auswählen, also beispielsweise tatsächlich Trainer 1 und das gleiche, damit ihr nochmal seht, wie es ist, machen wir jetzt auch für Trainer 2. So, es lohnt sich natürlich nur die Trainerkanäle 1 bis 8 zu nehmen, weil ja nur die übertragen werden, so hatten wir das am Schülersender konfiguriert. Und ja, jetzt gehe ich da mal raus. Ich habe ja hier auch das Kanal-Widget. Also hier habe ich meine eigenen. Und jetzt machen wir hier am Schülersender irgendwie was. Genau. So, und dann kann man also diese Kanäle auf die Modelle verteilen. Man kann sie aktivieren mit Schaltern. Alles, wie wir das gesehen haben. Aber wir haben einfach jetzt nur einen weiteren Übertragungsweg vom Schülersender zum Lehrersender hinzugefügt. Ja, ich habe noch ein paar Fotos von dem Einbau des Bluetooth-Moduls in die RadioMaster gemacht. Also wen das interessiert, der kann da einfach nochmal vielleicht fragen. Dann kann ich die auch nochmal zur Verfügung stellen, wenn das auf dem Video nicht ganz gut zu sehen ist. Gut, das wieder eine Folge zu dem Thema Binden. In dem Fall Binden zweier Sender über Bluetooth. Und natürlich gibt es noch weitere Möglichkeiten. Also bleibt dabei, es gibt noch weitere Folgen, wie man Sender miteinander drahtlos verbinden kann. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.